Video geht gleich los, Leute. Ich lade mir nur noch die Mods im Kopf. Hi, ich bin Florian Prokop und wir sprechen heute über Bodyhacking. Immer mehr Menschen rüsten ihre Körper mit implantierten Chips und anderen Technologien technisch auf. Manche aus medizinischen Gründen, andere, weil sie die Grenzen überschreiten wollen, die ihr Körper ihnen setzt. Sie selbst bezeichnen sich meist als Cyborgs oder Bodyhacker. In Zukunft könnten wir alle kleine Computer in uns tragen, die unsere Gehirnkapazitäten erweitern oder uns wichtiges Wissen einfach direkt ins Hirn importieren. Ist doch super, oder? Aber lasst uns doch mal zurückschauen, wie das mit dem Bodyhacking so losging. Professor Kevin Warwick war 1998 der Erste, der sich einen kleinen RFID-Chip unter die Haut setzen ließ und gilt damit als einer der ersten Cyborgs. Über das Implantat konnte er Lichtschalter, Türen oder seine Heizung kontrollieren. Und ein bisschen später ließ er sich noch einen weiteren Chip in das Nervensystem seiner Hand implantieren, mit der er dann einen Roboterarm steuern konnte. Neil Harbison sah seit seiner Geburt keine Farben. Mithilfe einer Antenne, die er sich in seinen Kopf implantieren ließ, änderte sich das. Seitdem registriert ein Farbsensor an seinem Kopf Farben in seiner Umgebung. Und die werden dann in akustische Signale umgewandelt. Seitdem kann Harbison Farben als Töne hören. Das Gerät ist inzwischen so sehr Teil von seiner Identität geworden, dass die britischen Behörden nach einigem Hin und Her ihm sogar erlaubten, es auf offiziellen Passfotos zu tragen. Und heute? Am populärsten sind kleine Implantate wie RFID-Chips, NFC-Chips oder Magnete. Menschen lassen sich Magnete unter die Haut setzen, um elektromagnetische Felder zu spüren. Mit den Chips kann man zum Beispiel die Haustür öffnen oder den Einkauf bezahlen. Heute helfen auch sogenannte Hirnschrittmacher tausenden Parkinson-Patienten, ihr Leben ohne ständiges Zittern fortzuführen. Und dann sind da noch Sportler wie Markus Rehm, die nicht mehr an den regulären Europameisterschaften im Weitsprung teilnehmen dürfen, weil ihre Prothesen als Vorteil gegenüber echten Beinen gewertet werden. Herzschrittmacher speichern heute Patientendaten oder können diese übertragen und in Notfällen Leben retten. Allerdings sind sie auch angreifbar. Die Geräte können, wenn sie zum Beispiel nicht geupdatet werden, von Hackern angegriffen werden. Und so ein Angriff kann Leben kosten. 2017 mussten hunderttausende Patienten weltweit ins Krankenhaus, um sich ein Update installieren zu lassen. Ihre Software hatte eine Sicherheitslücke, die es Angreifenden erlaubt hätte, die Batterien der Herzschrittmacher zu leeren. Eine US-Firma hat kürzlich Mitarbeitern, die sich dazu freiwillig bereit erklärten, kleine Mikrochips in den Finger implantiert. Damit können die Mitarbeiter nun Bürotüren öffnen oder sie bezahlen in der Kantine. Das klingt vielleicht erstmal praktisch, aber was, wenn Mitarbeiter irgendwann zu diesem Bodyhack verpflichtet werden? Was, wenn die Firma anfängt, Kaffee- und Pinkelpausen zu tracken oder den genauen Aufenthaltsort aller Teammitglieder? Aber was ist in der Zukunft denkbar? Haben wir in Zukunft alle einen Chip im Hirn? Müssen wir vielleicht gar nicht mehr in die Schule, weil wir uns alles Wichtige direkt ins Hirn laden können? Wer weiß. Forschende arbeiten heute an Möglichkeiten, das Hirn technologisch zu erweitern. Schnelleres und besseres Lernen, erweiterte Wahrnehmung oder Erinnerung in der Cloud. Ob das funktioniert und ob es sich durchsetzt, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft erfahren.